Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge. Wir Minecraft Ufotopia mit UFOMAN LP aus den UFOMAN Studios in Berlin und hier verloren im Zeitkontinuum der Ufotopen werden wir jetzt hier weitermachen. Wir haben heute die Folge 370 und dann wollen wir mal gucken. Wollen wir doch mal gucken, was jetzt hier so passiert? Wie war der Plan? Eigentlich könnte man auch an dem Leuchtturm noch mal ein bisschen weiterbauen. Aber ich will nach Ufotopia. Ich könnte heulen. Ich habe so eine Sehnsucht nach Ufotopia. Nee, dann lass uns einfach mal gucken, ob wir noch Schienen haben. Dass wir die vielleicht jetzt alle mitnehmen. Ein bisschen Glas haben wir dabei. Die Diamanten nehmen wir dann später mit. Bisschen Eisen können wir mitnehmen. Dann können wir hier nochmal gucken, wie es hier aussieht mit der Brennerei. Okay. Hier können wir schon mal ein bisschen Fleisch braten. Gold rausnehmen. Oh. So, und dann packen wir das hier erstmal wieder rein. Das Gold. Haben wir Leder schon? Ja, ein bisschen Leder haben wir auch wieder. Federn, sehr schön. Hühnchen. Aufpassen, dass wir jetzt hier nicht zu viel durch die Gegend schleppen. Achso, Kohle wollte ich mitnehmen. Dass wir hier schön Fackeln machen können. Dazu könnten wir natürlich auch noch mehr Holz gebrauchen. Nehmen wir vielleicht hier das Holz noch mit. So, okay. Was haben wir hier noch Schönes drin? Hier haben wir ja noch ein Schild. Mein Schild noch mitnehmen. Aber keine Dingsbumse mehr. Keine Schienen mehr. Gut, da müssen wir mal gucken, dass wir da mit dem auskommen, was wir haben. Am besten gleich, wenn wir reinkommen, gucken wir mal, wie es aussieht mit unserem Schienenvorrat in der ersten Kiste am ersten Tor. Und dann können wir ja, dann können wir ja in der zweiten Kiste im zweiten Tor. Was wir dann da noch mitnehmen. Hier haben wir zum Beispiel keine Schienen mehr. Golden Nugget. Keine Schienen mehr. Was haben wir hier noch drin? Hier wird wieder Eisen gebrannt. Okay. Geschmolzen. Also draußen ist Trubel. Okay. Ich frage mich manchmal, ob diese Glowstone irgendwie nachwachsen. So, jetzt fahren wir mal Richtung Ufotopia. Haben wir ja schon beschriftet letztes Mal. Finde ich eigentlich ganz gut. Wer weiß, wie groß das ganze System hier wird. Nachher weiß man gar nicht mehr, was und wo. Da sind die Wegweiser, denke ich mal, in Zukunft ganz angebracht. Und da ab und zu mal welche setzt. So. Oh, jetzt sind wir da vorbeigefahren. Ich wollte eigentlich da in die Kiste nochmal reingucken. Kriegen wir jetzt nicht mehr gestoppt, war den Kumpel? Hatte ich eigentlich noch eine dabei? Ja, haha, clever. Clever, da fahren wir mit der zurück. Na, die Busse reinpacken und dann fahren wir da hin. Da müssen wir rechtzeitig aussteigen, so wie jetzt gleich. So, jetzt steigen wir aus. Na, so. Die hat da nämlich irgendwie nicht so ein An. Ach, guck mal hier. Kann man nämlich ein bisschen Fleisch braten. Die hat da nicht so ein Anschubser, wie wenn jemand drin ist, weißt du? Dann, wenn jemand drin ist, dann springt die wie verrückt. So, okay. Belassen wir es mal dabei. Hier brennt alles vor sich hin. Okay, dann können wir wieder nach hinten fahren. Da wird uns wahrscheinlich gleich der Weg versperrt. Durch die Lore. Die wir dann gleich mal weghauen werden. Aha. Und gleich können wir wieder aussteigen. Da ist immer noch unser Huhn, das soll jetzt mal nicht erschlagen werden, fairerweise. So, und jetzt geht's hier weiter. Zwei breit war das, ja? Genau. So, jetzt müssen wir noch ca. 200 Gerks. Jetzt müssen wir auf ca. noch 200 Blöcke kommen. Und dann sind wir wirklich schon sehr dicht an Ufotopia. Ich bin mal gespannt, wenn wir das nächste Tor bauen, ob man da auch irgendwie... Also die, warte mal, diese Eisenspitzhacke, die ist ja wirklich gar nicht geeignet hier. Guck mal. Lass uns mal eine
Nee, warte mal, dazu müssen wir mal. Lass uns mal ein paar Eisen. Diese Diamantspitzhacke, die ist gar nicht geeignet. Lass uns mal ein paar Eisenspitzhacken machen. Vielleicht erstmal so 3 Stück. So. Dass wir da die Diamantspitzhacke erstmal noch ein bisschen schonen. So, gut. Ich denke mal, damit lässt sich es ein bisschen besser arbeiten. Ich habe es auch immer noch nicht geschafft, hier anständig mal was zu verzaubern. Dazu hätte ich ja irgendwie nach Pupsdorf zurückfahren müssen und da habe ich irgendwie gar keine Muße zurzeit. Gut, man hätte hier vielleicht auch einen Zaubertisch noch bauen können. Die Stelle. Aber will man denn da einen Diamanten dann verschwenden für? Will man das? Ich will es eigentlich nicht. Und weiter geht's. Weiter geht's. Immer schön weiter. Bam, 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 bam. Oh, 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 oh. So, was können wir denn da jetzt machen? Ist das Zeug jetzt hier weg? Mist, jetzt muss ich das alles nochmal. Alles nochmal ausfüllen und dann nochmal neu abbauen. Naja, ist egal. Achso, nee, warte mal. Wenn ich hier zumache, verschwindet das doch da, wa? Genau. Genau, und dann wenn wir da zumachen, geht das? So, gucken wir nochmal. Hey, bist du hier hängen geblieben? So, in letzter Zeit spreche ich irgendwie ziemlich leise, ist mir aufgefallen. Ich mal ein bisschen dran arbeiten vielleicht. Mal gucken, was jetzt hier passiert. Nicht. War wieder so ein Einzelblock scheinbar. Der da eingeschmolzen war. Weiter geht's. Aber man muss aufpassen, dass man nicht zu nah daran geht. Guck mal hier, mit der Diamantspitzhacke kannst du nicht so sauber arbeiten, weil die ist einfach zu schnell. Da haben wir schon wieder Quarz. Der natürlich ein bisschen länger braucht bei der Abbauerei hier. Als wenn man eine Diamantspitzhacke benutzen würde. So. Ja gut, den Quarz hier will ich natürlich immer ganz gerne mitnehmen. So, weißt du was? Ich werde jetzt mal, wir haben so viele Diamanten, ich werde jetzt mal nach oben gehen. Habe ich mir gerade überlegt, mit meinen Erfahrungspunkten hier. Werden wir mal schnell einen Diamanten-Zaubertisch bauen. Bam, 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 bam. Zaubertisch und ein Amboss von mir aus. Weiß nicht, ob wir einen Amboss überhaupt gerade brauchen. Gut, dann fahr doch mal nach oben. Oh Mann. Ich habe ja mein ganzes Obsidian verbaut, fällt mir gerade ein. Da müssen wir oben nochmal Obsidian. Oder fahren wir schnell nach. Wir könnten natürlich auch schnell nach Pupsdorf fahren. Ach, dann fahren wir nochmal schnell nach Pupsdorf. Packen wir am besten die Truhe voll. Mist, da müsste ich nochmal zurück, fällt mir gerade ein. Wenn wir die Truhen voll packen wollen. Müssen wir ja mal. Hallo Huhn. Müssen wir mal schnell gucken, dass wir vielleicht da aus den Truhen die wertvollen Sachen rausnehmen, vielleicht mal. Die dann nach Pupsdorf bringen. Fahren wir mal wieder zur nächsten Station. So. Können wir gleich abspringen jetzt. War nicht so weit. Mal hier gucken, was wir da rausnehmen können. Ein bisschen Essen ist gut. Kohle können wir hier lassen. So, damit wir hier Platz sparen, lassen wir mal das hier. Das lassen wir hier. Das lassen wir hier. Eigentlich wollte ich nur wertvolle Sachen mitnehmen. Was ist denn wertvoll? Das ist vielleicht relativ wertvoll. Feuerstein nehmen wir mit. Die Wolle können wir auch mitnehmen. Die Schilder können wir hier lassen. Holz können wir vorläufig hier lassen. Das können wir mal mitnehmen. Im Ernstfall schmeißen wir es weg. Holz, das lassen wir hier. Fenster lassen wir hier. Quarz können wir mitnehmen.
Na, hier gucken wir, dass wir das vielleicht schon mal wenigstens nach oben bringen. So. Gut, den Rest lassen wir hier. Und da haben wir aber noch eine Truhe, die wir checken müssen, und zwar die am Eingang vorne. Und da müssen wir nochmal entscheiden, was davon wir dann wirklich mitnehmen. Gut, wir haben ja noch, fällt mir gerade ein, wir haben ja noch eine Lore mit einer Kiste. Die können wir ja vor uns herschieben. Da könnte man natürlich auch zwei von bauen. Ups, so. Gucken wir mal, was haben wir hier noch drin? Etwas Schönes? Fackeln ohne Ende? Können wir die vielleicht mal übereinander stacken, so. Mal das Zeug mitnehmen. Glowstone Staub, ja, würde ich mitnehmen. Magma Creme würde ich mitnehmen erstmal. Gut, ist noch wertvoller als. So. Das müssen wir dann später irgendwie mit einer Art Güterzug dann rüberbringen. Das Holz können wir hier lassen. Den Sand würde ich ganz gerne vielleicht noch mitnehmen. Ein Goldnugget brauchen wir auch nicht. Und noch Platz für Sand, ne? Gut, dann gehen wir mal hoch. Vielleicht müssen wir uns noch eine weitere Lore mit einer Truhe bauen. Gucken wir mal. Würde mich mal interessieren. Oh, schlafen wir mal. Ob wir vielleicht noch eine Lorentruhe bauen. So. Mal glubschen. Klubschen wir mal. So, hier haben wir schon eine mit einer Truhe. Da ist auch ein bisschen schon was drin. Wenn wir jetzt noch eine mit einer Truhe basteln wollen, dann müssen wir die mal abbauen. Nein. So, komm schon. Die passt natürlich nicht ins Inventar. Mist, haben wir das zum Rausschmeißen? Magma Creme mal kurz rausschmeißen. Nein, ich will doch die Truhe haben, nicht die Magma Creme. Hier, schmeiß mal den Glowstaub weg. So, und jetzt können wir die Truhe einsammeln, oder? Die Lore. So, und jetzt gehen wir mal hier hin. Haben wir hier noch eine Truhe drin? Hier ist noch eine Truhe, schön. So, machen wir den Sand hier rein. Dann gucken wir mal, dass wir hier noch eine Truhe machen mit einer Lore. Geht das? Ja, so. Sehr schön. Und die setzen wir mal hier rauf. So. Dann holen wir uns das noch. Damit wir auch so viel wie möglich wegkriegen. Bauen wir noch eine Truhe mit einer Lore. Eisen haben wir. Holz brauchen wir dafür noch ein bisschen. Haben wir noch was? Haben wir noch ein bisschen Holz? Hier vielleicht. Ah ja. Ohne Ende. Holz ohne Ende. So, guck mal, wie viel Holz, ey. Da machen wir jetzt mal noch eine Truhe. Sehr schön. Ah, nee, ey. So, und noch eine Truhe. So. Und so. Und dann bauen wir uns noch zwei Loren. So. Noch eine Truhe, Lore und noch eine Lore. So. Das Ganze wird jetzt wieder zusammengesetzt. So. Und so. Ne, so. 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 Und die Dinger werden jetzt hier noch davor gestellt. Da haben wir einen richtigen Güterzug im Endeffekt. So. Du schaffst es da sowieso nicht alleine hoch. Alter. So, jetzt haben wir unseren Güterzug fertig. Jetzt können wir das Ding vollladen. Mal gucken. Unseren Güterzug. So, lad mal voll. Die Schienen brauchen wir noch. Ups, die Pfeile waren jetzt, das war blöd, die brauche ich ja noch. Pfeile brauche ich, das Essen brauche ich. Holz brauche ich ein bisschen. So, die Wolle können wir mit rüberbringen. Die Steine behalte ich. Das kann mit rüber. Das nicht.
das kann mit rüber, das nicht, das kann mit rüber. So, komm, wir packen mal alles, was wir brauchen, hier mal auf die linke Seite, damit wir da ein bisschen Durchblick haben. So, und jetzt Kompass noch und die Schaufel und das kann weg und die Schaufel kann hier unten rein und jetzt, so. So, jetzt holen wir uns mal den Rest hier. Das können wir alles rüberbringen, sofern hier unser Platz es zulässt. Mal hier oben mal, so, genau, das ganze Zeug da rein. So. Und weiter geht's. Wie viel haben wir hier noch drin? Na gut, alles müsste man jetzt, auch die Erde könnte man ja teilweise noch hier lassen, aber ist jetzt egal. Lassen wir die 57 Erde da, die lassen wir noch hier. Der Rest kommt wieder hier rüber in die Truhe. So. Und jetzt machen wir die Truhe noch leer. Bum, 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 bum. Die Diamanten, die würde ich ganz gerne mal in meine eigene Hand nehmen. Wie mache ich das? Eieiei. Vielleicht hier so. Hm. Schon wieder voll. Gut, dann bist du jetzt dran. Diamanten nicht. Zack, 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 zack. Sattel auch nicht. Zack, 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 zack. Tee behalten wir auch. Zack. So, weiter geht's. Machen wir schön die Truhen hier leer. Bam, 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 bam. Und packen wir es wieder hier drüben in die Truhe für unseren großen Transport nach Pupsdorf. So. Da fällt mir gerade ein, ich brauche doch für den Turm da noch Baumaterial. Sollte ich vielleicht den Netherstein und das Birkenholz könnte man mal hier lassen. Das nehme ich mit. Tja, ist das nur idiotisch oder hätte man das hier lagern sollen? Aber ich würde das ja später dann alles vielleicht mit einem Rutsch holen für Ufotopia, wenn ich es da brauche. So, okay, dann hauen wir mal das hier alles rein. Dun, 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 dun. So. Und bist du schon voll? Dum, 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 dum. So. Eieiei. So, mal gucken, was wir jetzt hier noch alles reinkriegen. Ah, nichts weiter ist voll. Die noch vollhauen hier. Bam, 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 bam. So. Und hier nehmen wir nochmal. Bam, 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 bam. So. Und wieder alles reinpacken. Wobei, brauchen wir nicht mehr reinpacken. So. Jetzt können wir eigentlich losfahren. Bin ich mal gespannt, ob er schafft. Hier, guck mal. Ob er schafft, drei Truhen zum Fahren zu bringen. In so einen ganzen Güterzug. Ja, er schafft's. Ja, ja, ja. Obwohl sie ganz schön, natürlich ist das schwer. Na, wenn das nicht mal ein Güterzug ist. Jetzt bringen wir die ganze Ware nach Pupsdorf. Ist ja einiges zusammengekommen im Laufe der Zeit. Ist ja auch nur so, dass wir ein bisschen Ordnung haben, weißt du, das ist, weil ich habe das ganz gerne eigentlich, wenn ich meine Ressourcen alle an einer Stelle habe vielleicht. Finde ich ganz schick. Sieht für mich so ein bisschen so aus, als wenn irgendwie eine Truhe schon verschwunden ist. Wir hatten noch, glaube ich, vier. Jetzt haben wir irgendwie nur noch drei. Ja, vielleicht hatten wir auch nur drei, weiß ich. Weiß nicht mehr so genau. Oh, es fährt ja gut. Na los, eine Fahrschule und Truhe. Ach, was für eine schöne Welt habe ich hier. Wisst ihr was? Ich muss mal ganz kurz
Irgendwie nervt mich diese Playlist. So. Weiter geht's. Und dann können wir gleich das ganze Zeug einräumen. Edelmetalle und solche wertvollen, schicken Sachen, die werden wir natürlich... So. Nicht zurückfahren. Nicht zurückfahren. Hey. So, Mann, da haben wir ja eine Weile zu sortieren, ey. So, was haben wir hier? Steine? Haben wir was dabei? Steine, okay. Oh Gott. Pflanzen. Ja, wisst ihr, Leute, das mache ich mal offline. Das ganze Zeug hier einzusortieren. Ey, warum fahren die denn jetzt wieder weg? Ich glaube, wir müssen mal ganz schnell hier was unternehmen. Ach Mist. Nein, nicht wegfahren, nicht wegfahren. Nicht wegfahren. Oh, jetzt fahren die wieder alle zurück. Nein, 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 nein. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Mist, 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 Mist. So. Müssen wir jetzt mal irgendwie kurz eine Bremse einbauen. Damit die nicht wieder zurückkommen. Weißt du, und dann sortiere ich offline das ganze Zeug mal in die Kisten. Das wäre, glaube ich, doch ein bisschen zu langweilig jetzt. Und gleich hier eine Sperre einbauen, wenn wir da sind, okay. Nein! Nein! Ach Mist, jetzt ist er da durchgefahren. Oh Gott, ey. Nein. Nein, 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 nein. Ach Mist. Fahr zurück. Fahr zurück. Ach. Los. Los, fahr. Dobe Lore. Fahr in den Sonnenuntergang. Was ist das denn? Meine Lore, die ist vom Gleis abgekommen. Oh nein, jetzt ist sie wieder drauf. Schön raufgeschoben. Los, fahr weiter. Muss das da irgendwie dicht machen. So, jetzt fährt er da durch. Wollen wir wetten? So. Au. So. Nicht da durchfahren, nicht da durchfahren. Nein. Warum wollten ihr da wieder zurückfahren? Könnt ihr mir das mal erklären? So. Gibt's denn sowas? So. Du auch hier. Kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Ah ne, das bleibt hier erstmal so. Jetzt können wir hier in Ruhe unsere... Junge, Junge, das war ein Aufwand. Doch, vier. Vier, ja. Die werden wir mal kurz mal wegschieben, weil wir wollen ja dann mit dem ganzen Güterzug wieder zurückfahren. Dazu werden wir mal unsere Schöne, die wir hier eingesammelt haben. Wo die ist denn? Die ist nirgendwo, weil wir unser Inventar voll war. Da müssen wir mal kurz bei den Pflanzen hier das mal kurz reinlegen. So. Dann haben wir wieder Platz. Los, sammel das jetzt mal ein hier. So. Jetzt können wir unsere volle Lore, unsere Leere da noch hinstellen. So. Los, hau ab hier. Ping. So. So, jetzt fahren die aber die ganze Zeit irgendwie hin und her, oder was? Vielleicht können wir hier noch... Ja, fahr mal ein bisschen weg. Nee, 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 nee. Weg, weg, weg. So. Warte mal. So. Guck mal, die fahren immer noch hin und her. Ist ja geil. Passt da noch einer rein? Warte mal, mal gucken, ob wir den... Weg da. Mann! Ach, ey. Mist. Los. Du sollst wieder aufs Gleis. Jetzt fahren die alle runter. Na, ist egal.
So, haben wir ja eine Unruhe geschaffen. Also das müssen wir wieder in Ordnung bringen und offline ein bisschen sortieren. Oder wir sortieren in der nächsten Folge, nächste Woche. Mal gucken. Mal überlegen. Danke fürs Zuschauen, schauen, meine lieben Freunde. Morgen kommt ja wieder Windborn und am Sonntag kommt auch wieder Windborn. Müsst ihr mal schreiben. Vielleicht habt ihr ja gar nicht mehr so einen Bock auf Windborn. Dann schreibt doch, lass mal Windborn weg. Mach mal wieder wie in alten Zeiten. Jeden Tag eine schöne, lange 25 Minuten, 30 Minuten lange Minecraft-Folge. Dann werde ich das auch machen. In meiner Hauptsendungszeit. Ja, also in Minecraft als Hauptstrang. Und dann als zweites Let's Play noch diverse andere Sachen, die mir da so einfallen oder wo ich Lust drauf habe. Gut, bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Wenn ich jetzt auch die letzten Folgen so ein bisschen leise war, ich muss da irgendwie noch ein bisschen an meinem Ton feilen. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns demnächst. Wir hören uns demnächst hier in den UFOmann Studios auf diesem Kanal während der besten Sendezeit auf YouTube. Tschö, auf Wiehö.